Hallo und herzlich willkommen bei Hiragit hier. Heute wieder mit Fortnite und dem Gewinnspiel. Es wird wieder mit Dennis Sunshine TV gespielt. Wir sind wieder voll am Start. Die Autos sind dabei. Genaue Informationen zum Gewinnspiel stehen in der Videobeschreibung. Kurzfassung: Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, wird gerne, sobald Platz ist, in die Runde eingeladen. Es ist notwendig, mit uns einen Sieg im Battle Royale zu holen, um in den Lostopf zu gelangen. Es gibt für zwei Mitspieler jeweils 1500 V-Bucks zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 23. August. Es wird dann wie letztes Mal einen separaten Stream mit einem Glücksrad geben, womit der Gewinner dann ausgelost wird. Genau. So. Mal sehen, ob wir heute ein paar Siege holen. Ich gehe dann auch mal in den Discord. Hey, grüß dich. Hallo, na? Und? Was geht ab? Joa, ne, 36 Grad und es wird noch heißer. Ja, das ist echt übel. Ich hoffe, nächste Woche wird es ein bisschen kühler, wenn ich wieder arbeiten muss. Weil sonst ist das Lager so aufgequillt, das ist richtig scheiße zu arbeiten so. Also am Dienstag sollen es 34 werden. Am Dienstag 4. Oha. Habe ich Da kommt ja gelesen. jetzt richtig der Sommer. Wie geil ist das denn? Wurde auch mal Zeit, Voll ne? unerwartet im August. Ne, habe ich schon gedacht, die letzten 2 Jahre geht ja immer alles in den August, September, Oktober noch rein. Dann wird es erst kälter. Hat sich irgendwie seit den Ostern so ein bisschen verschoben. Aber wird es bestimmt noch verschieben. Immer haben wir Dezember hier so 25 Grad. Ja, definitiv. ja, Missouri, ich war bei McDonald's. Die App ist ja sowas von beschiss. Du kriegst einmal ein Big Mac für 1,99, dann ist ja einfach der Coupon weg. Dann wollen die für einen Preis. Da kriegst du zwei Big Macs zum Preis von einem. Und dann geht das immer weiter hoch, dass du fast gar keinen Gewinn raus hast. Wo landen wir eigentlich? Ich eliminiere bei Salty. Gönn jetzt Salty. Hast du so Gibt's aus, da die? Autos? Ja. Ja, die App ist echt ein bisschen, ja, ein bisschen cringe. Ich wollte nämlich für mich einen Burger holen, dann für meine Freundin noch einen Burger holen. Und dann sagt er so: Ja, du musst das aktualisieren, die App. Ich so: Ja, okay, dann geh schon mal raus und rein. Oh, der Coupon weg. Ich so: Und jetzt? Sagt er, jetzt musst du den, dass du noch einen Big Mac dabei holst. Ja, ich will aber nur zwei und keinen drei. Ja, damit du normal kaufen willst, dann musst du noch den Normalpreis bezahlen. Ich so, nee. Ich so, hol ich mir drei Burger, Junge. Aber schon irgendwie beschiss. Beim Burger King, die App, da kannst du eigentlich unbegrenzt das machen. Bis das wieder aktualisiert nach der Woche. Hallo Christine, bis wann streamst du? Heute maximal 21 Uhr, weil danach wollen wir noch ein bisschen Filmeabend wieder machen. Jetzt kommt nämlich Promi Big Brother und da habe ich voll Bock zu gucken. Gestern haben wir das auch noch bis zum Ende geguckt. Dann habe ich noch mein Video zusammengeschnitten bis 5, 6 morgens. Und habe ich den Wecker heute Morgen nicht gehört. Boah, was willst du mit so einer Minussendung? Boah, was ist denn hier für eine Hupe, Junge? Ja, ne? Wollen die mir direkt schon die Autos vermiesen? Boah, ist das denn hier ernst? Ja. Oh, Traumsaft, danke für 1 Euro. Das ist lieb von dir. Vielen Dank. Tue ich gleich im Donation Goal aktualisieren, weil die Superchat-Nachrichten nicht direkt in das Höhenprogramm gehen. Aber tue ich mich gleich drum kümmern. Vielen Dank für 1 Euro. Die Autos sind da, ich bin echt mal gespannt. Ich habe noch keins gesehen, ich habe die nur hupen gehört, also ich weiß direkt schon, was ich davon halte. Ja, man kann hier Teammates anrammen, sehr cool. Sehr cool, das macht auf jeden Fall schon sehr viel Spaß. Naja, der Vorteil ist davon, du kannst die auch aus der Zone rausbewegen, weil so ein Auto ist ja schneller. Das ist gut, das ist wiederum richtig gut. Und manchmal gibt es nur zwei Sitzer. Ab pro Handy ein Gutschein? Oha, warum machst du immer so komische Insta-Stories? Hallo Matthias, Matthias, warum soll ich denn so komische Insta-Stories machen? Was ist denn daran so komisch, hä? Was ist daran so komisch? Lustig komisch oder seltsam komisch? Seltsam komisch. Sicher? Ich mache immer so 1 Minute Stories und in Wirklichkeit will ich nur verraten, wann ich online bin.
Aber manchmal habe ich schon voll viel Spaß an den Filtern, so wie manche bei Fortnite mit den Emotes Spaß haben, weißt du? Also so versteckte Botschaften. Aha. So versteckte Botschaften, kann man so sagen. Ich arbeite im Geheimdienst. Also du hast da noch eine Absicht dahinter versteckt. Nur, dass ich unglaublich. Unglaublich. Aus niederen Beweggründen. Ein bisschen Quatsch machen, einmal nochmal so Kind sein. Und nach der Story versuche ich wieder Dennis zu sein. Achso, du hast das Handy von deinem Vater noch geholt. Das ist praktisch. Also wenn man zwei, drei Handys hat, dann hätte man sich die Coupons auf jeden Fall mal richtig gut einlesen können. Am besten noch so Tablet mitholen. Und dann alles ergreifen, was geht. Packst das erste Tablet aus, zweite Tablet aus, erste Handy, zweite Handy, dann geht voll ab. Da denken in der Kasse auch, was geht denn jetzt mit dem ab? Ja, ich habe mir extra deswegen drei weitere Handys gekauft. Ne? Die haben dann so um die 800 Euro zusammen gekostet. Und jetzt habe ich da beim McDonald's da 3 Euro gespart. Das ist doch schön. Ey, die Steuerung ist schon bedürftig irgendwie so. Autos hier. Die sind irgendwie so breit. Crazy. Ah, das mit dem Lambo haben die schon extra reingemacht. Da denken die alle, boah, jetzt darf ich erstmal im echten Leben endlich mal einen Fortnite im Lambo fahren. Ah, das von deinem Vater hat nicht funktioniert. Okay, das ist natürlich nicht gut. Ah, die Dinger sind so laut. Das ist kein entspanntes Spielen mehr. Das ist wohl wahr. Jetzt fährt jeder mit dem Auto hier rum. Haben die Gewinner vom Gewinnspiel schon ihren Gewinn eingelöst? Nur einer bisher. Das hat er nochmal geschrieben gehabt, die Einzelnen, aber die melden sich nicht. Aber ich habe auch keine Lust, lauter hinterher zu laufen. Weil die haben die Message ja bekommen in Instagram. Ich habe mich zwei, dreimal drum gekümmert. Aber wenn die jetzt nicht antworten, dann ist shit happens. Ich habe keine Zeit, Leute hinterher zu laufen. Sollen wir einfach sagen, was sie haben wollen? Sollen wir einfach online kommen? Dann kriegen die das. Oha, ein Gegner, okay, den machen wir direkt weg. Jawohl. Die kann ich gebrauchen. Und das Salven wahrscheinlich auch noch. Das ist Dennis' Auto von seinem YouTube-Geld. Der Lambo noch nicht. Lass es mal so ein kleiner VW sein. Oder ein kleiner Twingo. Nächstes Mal muss man mit allen Handys, die man zu Hause hat, Opa, Oma, Vater, Mutter. Ja, ist echt so, dann kann man wirklich sparen. Also, wenn die 1,99 kosten und die machen ja immer noch Gewinn bei McDonald's, gell? Da würdest du mal denken, wie teuer wirklich bei der Produktion ein Big Mac ist. Ich hab Party, kommt vorbei bitte. Kommt vorbei, wo sind hier die Party? Ja, ich will. Hier? Ich hab die jetzt alleine erledigt, ihr habt zu lange gebraucht. Ach so, schade. Jo, was geht, Jonas? Bisschen Fortnite-Autos mal hier, aber das Gefühl, hier die Autos schon zu hören, das ist irgendwie nicht so cool. Das hat irgendwie das Feeling wie mit den Robotern. Du hast dich jetzt oder das Gehupe, ey. Eieiei, da musst du komplett schon wieder los. Wenn ich das am Anfang nicht gehört hätte, hätte ich die Autos vielleicht noch gemocht, aber irgendwie weiß es nicht so genau. Und morgen kommt Premiere-Video um 14 Uhr, wo wir auf der Hängeseilbrücke in Geierlei waren. Das Video habe ich gestern, wie gesagt, noch bis 5:30 zusammengeschnitten. So, jetzt das kommt mal her. Das hat so lange gedauert, weil das so eine große Datei ist wegen der Spiegel. Bleib mal hier, bleib mal hier. Komm mal hier zu Melanie. So. Okay. Treibstoff, ach, die haben auch Treibstoff, kannst du hier tanken wenigstens? Ja. Echt, man kann tanken? Du musst. Irgendwann hast du keinen Sprit mehr. Dann fahr schon mit, gell? Ich hab schon ein bisschen Angst. Ja, da hast du recht. Wenn den Big Mac auch mal für 1 Euro gab, zum Beispiel, dann müssten die ja trotzdem noch Gewinn machen. Also müsste der Big Mac in der Produktion unter 1 Euro kosten. Muss nicht zwingend.
so sein. Die können das auch genau, als. Genau, die Brücke ist in der Nähe von Hunsrück. Genau, das ist richtig. Die können bei das auch. Hofberg und bei Mörsdorf. Die können das auch als Werbeangebot machen, nur um die Leute in die Läden zu holen, mit der Hoffnung, dass sie dann teure Getränke und ähnliches holen. Ja, das stimmt, das kann auch sein, das ist ja Gewinnmaximierung, die haben ja so voll den Plan. Ja, die haben Plan. Ganz viele McDonald-App-Statistiken und wie ist das? Ach! Nein! Versuche ich mal zu helfen hinter dem. Geh ins Gefecht. Ich kann auch ein Laster fahren hier. Haben die auch so eine komische Hupe? Bei denen ist alles komisch. Oh je. Jawoll, Scham. Scham. Jetzt muss ich mich erstmal hier hochheilen, bevor ich hier komplett Matsche-Matsche bin. Darüber dann früher ein Referat gehalten wollen, dann vielleicht nächste Woche. Ja, ich muss da auch auf jeden Fall mal hin zu dem McDonald's, weil ich ja noch das eine Video machen will mit den Hamburgern. Und endlich mal reinfahren, bis sie komplett ausrasten. Bis sie mal sagen, ey, können sie nicht zwei auf einmal bestellen? Also wie? Ich dachte, der Kunde ist König, Junge. Hallo Michelle! Es gibt vier Autotypen. Boah, das hört sich ja mega crazy an. Wenn hier nicht so komische Geräusche für sich geben würden. Hä, die Kamera geht nicht kaputt. Die Laserdings gehen nicht kaputt dadurch. Warum ist das so? Ich hab hier Party, ich kann jetzt gerade nicht. Ja. Ich komm zur Party. 13 bis 17 Uhr gibt's ein Softgetränk gratis. Oh, das hört sich aber geil an. Ja, da weiß er auch direkt schon, wie die Schlange ist. Kannst du die wiederbeleben? Ja, schon dabei. Dann mach ich den anderen. Mir geht's gut, Michelle, und dir? Nur am Dienstag? Ja gut, 13 bis 17 Uhr, ich bin an Arbeit, ne? Also, für mich wird da leider nichts draus rausspringen dann. Oh, Junge, der ist an der Brücke da oben. Wollt ihr euch nicht wiederbeleben? Heilen. Wärme macht mich fertig, ja, glaube ich dir, Michel. Das wird immer wärmer draußen. Nächste Woche geht's ja so weiter, soweit ich weiß. Naja, kann man nichts machen, muss er Beste draus machen. Bei Kopfschmerzen immer viel trinken. Bei uns sind es 33, ich glaube bei uns sind es 32. Aber auf Dauer macht die Hitze zu schaffen, vor allem bei älteren Menschen. Die sollen am besten auf jeden Fall drin bleiben und sich nicht der Hitze aussetzen. Und immer, wenn sie rausgehen, immer schön in den Schatten und viel trinken. Dennis, du hast die Schildis vergessen. Hä, wieso? Ja. Melanie hat sie extra hingeworfen für dich. Ich muss sie ja trotzdem holen. Mit Liebe auf den Boden gelegt. Ich hab mich aber hochgeheilt erst. Und die Zöne kommt. Zöne? Oh. Ich glaube, die Zöne kommen. Ich muss direkt abhauen, ich kann. Ich auch, hier sind Gegner. Aber egal, ich laufe einfach weiter. Hallo Goldwins, grüß dich! Oh, ein Leben! Alter! Ach Mann, der hat mich so rasiert, dass ich nichts mehr machen konnte. Das für das Wetter ist egal. Ich kann schön Ventilator daheim anmachen. Hat einer von euch Medi? Corona ist einfach das Beste, was der Umwelt passieren kann. Warum das denn? Weil die ganze Wirtschaft lahmgelegt wurde. Na gut, das stimmt. Du hast doch gesehen, wie viel
wie auf einmal der Himmel so blau war, ohne Kondensstreifen, Chemtrails und sowas. Aber man weiß es nicht, ob das jetzt wirklich deswegen ist. Ja, natürlich. Ich brauche unbedingt ein Medi. Ich habe bald neue Aufträge bei Sat.1 wieder. Unbedingt. Diesmal bei anderem Format. Das war auch so eine Polizeisendung, die heißt dann Richter Medi. Und Sendera. Und klingelt immer mein Telefon, wenn ich am Zocken bin. Gehe ich jetzt nicht dran. Ich brauche Medi. Ganz wichtig. Medi. Kannst du machen. Ich sag, ich bin gerade am Zocken, geht nicht, bin in der Runde. Nee, ich hab dich doch begrüßt, Goldwins. Ich hab gesagt, hallo, Goldwins. So. Verbindung weg. Warum rufen die immer an, wenn ich am Zocken bin? Ich raff das nicht. Danke. Nein, hast du nicht. Hä? Wie und wo hab ich ignoriert? Hör, ich versteh nicht. Egal. Ja, morgen um 14 Uhr könnt ihr mein Premiere-Video gucken, wo ich auf der Hängeseilbrücke Galalei mit meiner süßen Freundin war. Da könnt ihr euch mal einen Einblick von der Landschaft und der Brücke mal verschaffen. Ich hab so gut zusammengeschnitten von dem Material, was ich hatte. Hat gestern bis, eher gesagt, bis heute 5:30 morgens gedauert. Und dann bin ich um 6 Uhr gleich pennen gegangen, so im Dreh. Hier dein Gewinnspiel im Laufen und beim letzten Stream hat er 6 Runden gespielt und nicht einen Sieg geholt. Ja. Boah, es hat auch schon gehabt, so 0 Runden leider. Na gut, ist wieder ein neues Spiel, wenn man so sagt, so mit Autos, gell? Das ist wieder anders zu gewinnen, als man sonst halt gewonnen hat. Tja, Missouri, du hast aber auch leider nicht zusammengespielt. Du wolltest immer irgendwo anders hin Party machen, ohne uns. Das hat's ein bisschen vermasselt und schwerer gemacht, ne? Oh, wir haben schon heftige 5 Likes heute wieder. Ihr seid ja so heftig unterwegs. Aber Real Royale werden die immer wieder abgezogen. Irgendwie nur bei dem Spiel. Ui, die Schrippe. Das war's mit Montag. Nachbarn laufen hier wieder vorbei. Ich denke, warum schreit der alleine in seiner Bude alleine hier rum? Abgehoben. Abgehoben. Jetzt haben wir 6 Likes. Juhu! Real Royale anscheinend so abgehoben hat YouTube gesagt, ne, die Likes, die tun wir wieder entziehen, Junge, die sind nicht ehrenwürdig gewesen. Das Spiel ist so aus dem Rhythmus raus, dass dafür können wir die Likes nicht mehr zählen. Wollen wir heute jetzt einen Win holen, das wäre ja richtig übel. Oha! Macht er die jetzt alle fertig? Boah, das war krass, Junge. Hätte er die jetzt alle fertig gemacht? Das wäre zu heftig gewesen. Du bist der Letzte, oder? Mhm. Oh, die erste Runde beim Stream starten, dann Win holen, das ist geil. Da hat man richtig Bock. Das mit dem anderen Account was anderes. Was meinst du denn, Silberrenz? Bam! Alter! Jawohl! Was? Lande bei der Yacht und sei unter den Letzten? Haben wir bei der Yacht gelandet? Da stimmt was nicht bei Fortnite. Ich hätte ihn schon vorher erledigt, aber leider ging meine Maschinenpistole leer.
Aber ich habe gerade letzten 25 bei der Yacht gelandet. Wir waren doch gar nicht bei der Yacht. Lol. Aber ein Win. Erster Win. Geil. Ja. Und du hast den Win geholt. Ja, das kenne ich ja schon. Was ist die Steigerung? Weiß ich nicht. Erstmal auf Klo gehen. Hier. Ah, der Missouri, stimmt, der Missouri spielt ja jetzt mit. So, jetzt haben wir erstmal hier ein paar Gewinner, Kandidaten für den Lostopf. Die muss ich jetzt erstmal aufschreiben. Achso, dann schreib mal. Ja, ich habe nämlich ein Gewinnspiel laufen. Und. Nein. Dragon Algea. Warte. Das darf man nicht. Siehst du unten links. Ja. So, hat noch einer Bock mitzuspielen? Wenn noch ein Plätzchen hätten wir frei. Und wer war der andere? Die Melanie. 2468 blöd, ne? Ja, genau. Genau. So. Frag mal Tia, ob ein Sieg mit Dennis genauso zählt für sein Gewinnspiel. Ja klar. Ich bin ja jetzt auch am Streamen. Also jeder Sieg, mit dem ich spiele. Egal, bei wem ich streame. Aber Missouri, du hast ja auch noch gewonnen gehabt bei meinem Gewinnspiel letztens. Also du darfst hier ja auch noch was aus dem Shop aussuchen bis 500 V-Bucks. Wenn du irgendwas jetzt schon haben willst. Weil du bist der Einzige, der sich mit dem Husky gemeldet hat. Von den 5. Obwohl ich immer in Instagram die immer noch erneut angeschrieben habe. Also du darfst hier noch was aussuchen, gell? Vergiss nicht wieder auf Teams zu schalten, ne? War Gruppenkeile. Boah, Gruppenkeile direkt ändern hier. Bin direkt wieder da. Okay. Ah, Silberrennspielometer, nice. Aber du wartest noch, Missouri. Alles klärchen, dann machen wir jetzt so. So, mal gucken, wo ich hier noch landen muss. Meine Quests. Am Lad. Durchsuchen Buhnen bei Frenzy Farm. Jo, dann gehen wir mal zur Frenzy Farm, würde ich sagen. Oder sammle Holz bei Holy Hedges. Holy Hedges wäre mir noch lieber. Ja, Mann, gehen wir Holy Hedges. Es ist nichts Gutes in letzter Zeit im Shop gewesen. Oh, machen die jetzt nur noch Müll da rein? Das ist natürlich schlecht. Ah, Gold wird sogar auch mitspielen, selbstverständlich. Gehen wir mal nach Holy Mist. Doch, ich streame. Ist das bei mir nicht angezeigt? Ich glaube, ich muss mir gleich mal einen Kaffee machen, ey. Oh. Ich bin irgendwie nicht richtig warm, ey. Wach, warm. Warm, ich bin nicht warm bei dem Wetter. Och nein! Bist du Bot? Hä? Ich hab nur gesehen, 22 Uhr, was mit GTA war. Dingens. Was ist das denn für ein Rotz? Ich auch gewonnen. Ich glaube, du hast nicht gewonnen gehabt. Also beim, ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe die 5 jetzt nicht im Kopf. Aber du hättest auf jeden Fall bei Insta reagiert, wenn du gewonnen hättest. Ich habe mich alle 5 gleichzeitig angeschrieben und dann die, die sich noch nicht gemeldet hatten, einzeln nochmal. Aber das hättest du mitbekommen, wenn du auch gewonnen hättest. Oh nein. Ich steht warten auf die Regierung 15. Ja, bei mir auch. Dann hast du das über das Event wahrscheinlich gemacht, gell? Da kam ich auch nicht mit klar, wenn man 2 Streams ankündigt und dass der auf den ersten direkt springt. Scheiße. Ja, ich. Ja, 3 Minuten noch, dann regle ich das. Ja, danke, Missouri. Aber es ist cool, dass alle aufpassen, das finde ich cool, sonst hätten wir es nicht gemerkt. Ja. Ach, was für ein Rotz, ey. Ich glaube, wir haben einfach die besten Zuschauer, die es gibt. Das war sarkastisch gemeint, ach so. Er hätte ja klappen können, ich bin noch nicht ganz wach. Hätte klappen können. Hm. Aber schau, nach dem 15., wenn ich wieder Geld bekomme. Dann hau ich auch mal wieder ein Gewinnspiel raus.
Wird zwar hier nicht so die Welt sein, aber mit Emotes kann man bestimmt welche glücklich machen. Weil die da so Win-Runden machen und so. Oh, was haltet ihr davon? Bock wieder auf ein Gewinnspiel? Also kann man nicht zwei Streams gleichzeitig ankündigen? Anscheinend geht das schon, das machen viele auch, aber ich habe nicht den Plan, wie das funktioniert, dass er auf den ersten direkt greift. Och, was ist das denn? Vielleicht haben die verschiedene Streamschlüssel. Was ist das denn für ein Rotz? Aber da bin ich mir nicht sicher, ich habe noch nicht zwei auf einmal, deswegen habe ich immer hin und her gewechselt. Weil sonst wäre das alles viel, viel einfacher gewesen, wenn du direkt auf den nächsten kommen kannst. So machen die anderen Streamer das. Aber ich habe das noch nicht ausprobiert, wie das funktioniert. Ich kenne auch keinen, der mir da helfen kann. Ja, ich mach das jetzt gerade. Ja, vor Honor ist jetzt fertig, Goldwins. Ich hab das